Hallo Freunde, willkommen zur WOMO-Tour Dänemark Teil 5. Nordsee hoch, Ostsee runter. Gleich nach der Landung unserer Drohne schwangen wir uns auf die Mountainbikes und schauten uns den grauen Leuchtturm an. Bis hierher ging es noch mit den Rädern und dann mussten wir zu Fuß weiter. Denn auf Gränen dürfen nur Traktoren fahren. Ja, wir sind hier in Grenen, nördlich von Skagen, und ich werde jetzt mal meine Füße im Wasser benetzen. Wie denn das Ostsee und Nordsee zusammenkommen? Na, die Nordseewellen kommen von der Westseite und die Ostseewellen von der Ostseite. Ja, jetzt in der Wellenlage ist genau hier. Ja, genau, hier. Ja? Kleine, große? Kleine. Aber ich hab's ganz toll. Ich hab mich da gesonnt. Und dieser Seehund befindet sich leider schon in der ewigen Ruhe. Jetzt haben wir ein schönes Bad genommen, ha? Ja, sehr erfrischend, die Ostsee. Ja, ich würde sagen, ziemlich kalt. 16 Grad oder so. Hm? Ja, 18. 18? Mhm. Oh, ja. Gut, anfangs ist es ein bisschen heftig, aber dann, wenn der Kopf erstmal nass ist und die Haare, ne? Der Körper. Der Körper natürlich auch. Ja, wir sind ja nicht nur mit dem Kopf reingegangen, sondern mit den Füßen zuerst.
Aber jetzt ist schön hier an der Luft. Ja, leichter Wind auch. Ne? Wir hatten an der Nordsee schon vor einigen Tagen ganz andere Geschwindigkeiten. Bis zu 70 Kilometer pro Stunde kamen dort die Böen über See rüber, an Land. Aber hier ist angenehm. Wir sind ja hier auf der Ostseeseite. Ja. Und ja, angenehm. Genau. Nach dem Baden in der Ostsee machten wir uns auf den Weg zur Nordsee.